Hallo liebe Freunde, in diesem Video erfahren Sie, wie Sie den Chatverlauf, die Kontakte und Dateien des beliebten Viber Messenger für Android oder Windows wiederherstellen. Dieses Video ist nützlich für Viber-Benutzer, die jemals auf die Notwendigkeit gestoßen sind, den Chatverlauf oder Chatnachrichten, Videos oder Fotos, die mit diesem Messenger gesendet wurden, wiederherzustellen, sowie die Notwendigkeit, den Chat wiederherzustellen, wenn das Betriebssystem des Computers neu installiert wird oder das Programm auf einem anderen Computer verwendet wird. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Viele Chats haben einen bestimmten Wert für Ihre Benutzer. Aus diesem Grund haben die Entwickler der Anwendung die Möglichkeit geboten, eine Sicherungskopie der Viber-Chats zu erstellen. Zur Sicherung von Viber- und WhatsApp-Daten haben wir ein separates detailliertes Video. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Aber wie jeder andere Messenger speichert Viber den Verlauf seiner Nachrichten in einer separaten Datei. Wenn eine solche Datei wiederherstellen oder eine Sicherungskopie davon erstellen und sie in dem Ordner ablegen, in dem sie standardmäßig von der Anwendung selbst gespeichert wird, können Sie den Chatverlauf des Benutzers wiederherstellen. Die Viber-Nachrichtenverlaufsdatei wird auf einem Android-Gerät im Ordner gespeichert. data.com.viber.voip Databases und hat den Namen Viber-Messages. Denken Sie daran, dass sich der Ordner, in dem sich die Viber-Daten befinden, im internen Systemspeicher des Geräts befindet. Sie können nur mit Rot rechten oder mit einem der Rot Explorer-Programme drauf zugreifen. Wenn Sie den Chatverlauf Ihres Viber wiederherstellen müssen, zum Beispiel nach einer Neuinstallation der Anwendung, wechseln Sie in den angegebenen Ordner, ersetzen Sie die vorhandene Datei Viber-Messages durch die zuvor erstellte Sicherungskopie und starten Sie Viber. Die Viber-Version für PC ist nicht so beliebt wie für Smartphones, hat aber dennoch eine Reihe von Vorteilen und ein breites Publikum von Benutzern. Um Viber auf einem Computer zu verwenden, muss der Benutzer über ein aktives Mobilkonto verfügen. Die PC-Version der Anwendung ohne wird einfach nicht funktionieren. Der gesamte Viber-Chat-Verlauf für den PC wird in der Datei viber.db in einem Ordner auf Laufwerk C gespeichert. C, Users, Benutzername, App-Data, Roaming, Viber-PC, Telefonnummer. Um den Viber-Chat-Verlauf wiederherzustellen, müssen Sie die angegebene Datei wiederherstellen. Also, wenn Sie das Betriebssystem auf Ihrem Computer neu installiert haben. Wenn Sie Viber für PC drauf installieren, ist der gesamte Verlauf Ihrer Korrespondenz verschwunden. Sie müssen es wiederherstellen. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus. Starten Sie Hetman Partition Recovery und scannen Sie das C-Laufwerk von Ihrem Computer aus. Verwenden Sie das Programm, um die Datei viber.db zu finden und wiederherzustellen.
Gehen Sie zu dem Ordner auf dem Computer C, Benutzer, Benutzername, App-Data, Roaming, Viber PC, Telefonnummer. Erstellen Sie die vorhandene Datei viber.db durch die wiederherstellte Datei, die den Verlauf Ihres Chats enthält. Starten Sie Viber. Wie Sie sehen, wird die gesamte gelöschte Frühgeschichte wiederhergestellt. Wenn Sie den Viber-Verlauf auf einen anderen Computer übertragen müssen, ersetzen Sie einfach die Datei im obigen Anwendungsordner durch Ihre Telefonnummer eines anderen PCs mit der wiederhergestellten Korrespondenzverlaufsdatei viber.db. Mit Viber können Benutzer nicht nur mit Textnachrichten korrespondieren, sondern auch Dateien senden, Bilder, Ton- oder Videodateien. Wenn Sie die Anwendung auf einem Smartphone verwenden, werden alle gesendeten oder empfangenen Dateien auf der Speicherkarte im internen Speicher des Geräts oder auf der Festplatte des Computers gespeichert. Auf der Speicherkarte oder dem Smartphone-Speicher werden solche Dateien standardmäßig in folgendem Ordner gespeichert: Viber Media. Auf der Festplatte des Computers werden diese Dateien standardmäßig in folgenden Ordnern gespeichert: C, Users, Username, Documents, Viber Downloads. Die häufigsten Ursachen für verlorene, empfangene oder gesendete Viber-Dateien sind Viren, versehentliches Löschen, Formatieren einer Computerfestplatte oder einer Smartphone-Speicherkarte. Stellen Sie die Standardeinstellungen von Viber wieder her oder setzen Sie Ihr Smartphone auf den Werkzustand zurück. In jedem dieser Fälle können mit Viber empfangene oder gesendete Dateien mit Hidden Partition Recovery wiederhergestellt werden. Löschen Sie beispielsweise Dateien aus dem Viber Downloads Ordner. Um sie wiederherzustellen, machen wir folgende Schritte. Führen Sie das Programm aus und scannen Sie damit das Speichermedium, von dem Sie Viber-Dateien wiederherstellen möchten. Suchen Sie Dateien, die Sie zurückgeben möchten. Wechseln Sie dazu vor dem Löschen in den Ordner, in dem Sie sich befinden. Wenn Sie sie in diesem Ordner nicht finden, suchen Sie mit der Suchfunktion. Erstellen Sie eine Wiederherstellungsliste und speichern Sie sie, indem Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen klicken. Viber-Dateien wurden wiederhergestellt. Ein ausführlicher Artikel zum Wiederherstellen des Chatverlaufs der Kontakte und der Dateien des beliebten Viber Messenger für Android oder Windows ist auch im offiziellen Hetman Software Blog zu finden. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Das ist alles. Wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal Hetman Software. Wir beantworten gerne alle Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Erfolg!